morgen. Tag 3. Tag 3. Tag 2 der Rundreise. Wir sind im Candy. Ja. Und sind jetzt im Zahntempel. Haben hier Blumen gekauft. Buddha. Hier ist übrigens das Rissmann. Unser Guide. Das war unser Guide. Und jetzt gehen wir mal gucken. Ja. Jetzt lassen wir uns mal überraschen. Tschüssikowski. Bis dann. Mal drin? Ja. Im Zahntempel? Ist ein Geschenk von Thailand übrigens, das wir jetzt sehen. Ja, das Stückchen hier hat nämlich der thailändische König Sri Lanka geschenkt. So sieht's aus hier. Ganz viele kleine Buddhas stehen hier überall. Ich weiß gar nicht, ob man das hier darf. Filmen. Ich mach einfach mal schnell. So, habt ihr gesehen? Mach mal aus. Jedenfalls sind wir jetzt im Botanischen Garten, um genau zu sein, im Orchideenhaus. Ja. Und jetzt mal kommt, können wir mal gucken hier. So. Überall musst du wissen hier. Müssen wir ganz schnell weggehen hier. Kleine asiatische Mädchen. Hier draußen sind wir im Botanischen. Im Botanischen Garten. Im Botanischen. Wir drehen uns mal. Gucken mal. Und hier, wir sind gerade hier unter irgendeinem. Geh vielleicht mal raus. Ja. Matthias, muss nochmal genau hingucken. Drüben ist nämlich ein Pfifferbaum. Das ist extra meinen Mut vergessen. Wir sitzen hier im Royal Botanic Garden. Wir haben uns gerade 4998 verschiedene Kräuter, Gewürze und Bäume angeguckt. Nicht schlecht. Und jetzt haben wir uns erstmal eine Sprite und eine Cola verdient. Mmh. Lecker. Lecker. Weil unser nächstes Highlight ist eine sechsstündige Autofahrt Richtung Adams Peak. Hallo. Hallo. Matthias. Ja, wir fahren gerade ganz auf. Hier ist es ganz schön hoch. Wir fahren durchs Bergland. Guckt mal hier raus, könnt ihr das erkennen? Aber schön ist es hier. Ganz viel Tee wächst hier überall. Und Sandy und ich waren gerade Pipi machen. Das war also so richtig ein local Pipi-Erlebnis, ja. Das war gewöhnungsbedürftig. Aber schön. Befreiend. Fahren wir. Wir sind jetzt ungefähr 3 Stunden unterwegs. Ja. Circa. Wir brauchen aber noch drei. Wir fahren sehr hoch. Man fährt hier auch ungefähr nur 2 km/h. Bis dann. Guckt euch das mal an. Also? Ist das schön hier? Ah, gut. Guckt euch das mal an. Wir stehen ja aus Versehen an der Bushaltestelle und die wollen uns alle mitnehmen. Aber guckt mal hier. Grün. Und hier drüben sind auch ein paar Teepflückerinnen. Und Rain is coming. Willkommen im Vatsala Inn.
am Fuß des Adams Peak, den wir heute Nacht besteigen wollen. Und ich muss sagen, das ist mit Abstand das schönste Hotel auf unserer Rundreise. Das ist der Hochblick mit dem Pool. Traumhafte Anlage. So, Moment, hier sind die anderen Gäste. Oh, Matthias, auf geht's. So, dann gehen wir mal in das Zimmer der Familie Hirschfelder. Gehen wir mal noch ins Badezimmer. Ich führe mal noch das Pfeuferzimmer vor. Moment, ich mach mal ein bisschen Licht an. Wir kommen jetzt überall. Hier gehen wir nicht rein, das ist einfach zu übel. Kuckuck, hallo, hier sind wir wieder. Einmal nass geworden kurz? Ja. Und morgen hier, können wir sehen, da ist er. Da ist er, da zeigt er sich schon. Ja. Ja. Jetzt verabschieden wir uns das für war diesen Tag. Richtig, wir gehen dann jetzt 6:30, gibt es Abendessen. Und dann gehen wir ganz schnell ins Bett. Um 2 Uhr morgens. Loszulaufen. Zu starten. Ja. Bis dahin. Wie so lange Haare.